Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und es geht weiter mit den Avengers. Und jetzt haben wir unseren Lieblingshausmeister in Space. Roger Wilco, Space Quest. Ich glaube, neben Larry die einzige Serie, die ein bisschen Humor besitzt, was Sierra hat. Aber Space Quest ist in einigen Punkten deutlich besser als Larry. Das muss man einfach ganz klar sagen. Hier ist die Collector's Edition, das ist Space Quest 4, die Speech-Version, und das ist Space Quest 6, hier ist also auch Teil 5 drauf. Space Quest 1, ihr spielt Roger Wilco, den Hausmeister unseres Vertrauens, ja, und der durch Zufall dann zum Weltraumhelden wird. Space Quest 1 ist legendär, die VGA-Version ist absolut interessant, hat einen tollen Humor, hat auch nette Anspielungen auf die Two Guys from Andromeda, die man später dann auch hat. Also Space Quest 1, ohne Frage, Riesending, ist auch ganz wichtig hier, dass man Space Quest 1 kennt, wenn man Space Quest 4 spielt. Glaubt's mir, ist verdammt wichtig. Space Quest 2, Warhol's Revenge, ist vielleicht ein bisschen besser schon, ist interessanter, hat viele schöne Stellen, hat mir auch Spaß gemacht. Space Quest 3, da fing langsam die Büroarbeit an. Space Quest 3 hatten sie, glaube ich, der Meinung, so, jetzt hauen sie mal den Spieler mal richtig ein zwischen die Hörner und zeigen ihm mal richtig, Unterhaltung gibt's hier nicht. Und so ist es auch gemacht. Und die Two Guys from Andromeda und der Abspann und... Also, hat mich an vielen Stellen enttäuscht. Das muss man einfach ganz klar sagen. Space Quest 4, Roger Wilco and the Time Rippers, toller Titel. Macht Witze über die ganze Serie, macht Witze über die Zukunft, macht Witze eigentlich über alles, was nicht bis 10 auf dem Baum ist. Ihr könnt zum Beispiel auch das neue Avenger Boom euch mal angucken. Ähnlichkeiten zu einem anderen Avenger von einer anderen Firma, reiner Zufall. Ganz toll, also wirklich super. Auch die Speech-Version ist ganz, ganz großartig geworden. Space Quest 4 hat ein bisschen merkwürdige Rätsel, die sind alle ein bisschen komisch. Das heißt, da ist auch üblich, wenn ihr vor 2 Stunden mal Mist gemacht habt, seid ihr jetzt auch mal tot. Da muss man mit leben, ne? Willkommen in der Sierra-Welt. Aber trotzdem ganz starker Titel. Sicherlich mit Space Quest 1 und vielleicht auch mit Space Quest 2 der stärkste Titel der Serie. Space Quest 5, die nächste Mutation, ja... Ich sage mal ganz ehrlich, es gibt 80.000 Star Trek Parodien, die besser sind, und das ist mir, geht mir so auf den Sender bei dem Game. Das ist einfach nur, wir nehmen die Enterprise und machen Witze, wie Captain Quirk, glaube ich, wie er hier heißt, Captain Quirk, bei irgendwelchen Prüfungen geschummelt hat. Ja gut, das wissen wir, das ist jetzt nicht so neu. Ja, und genauso ist auch der Humor als, Finde ich mit echtem Humor mit angezogener Handbremse. Hat mich ein bisschen erinnert an diese weiteren Teile von Simon the Sorcerer, die dann von anderen Leuten produziert wurden. Das war sehr mit angezogener Handbremse. Und das ist eben Space Quest, wenn man ganz böse ist, politisch korrekt, und das funktioniert eben nicht. Space Quest 6 ist ein bisschen besser, ist aber auch nicht so die Erfüllung, die man kennen muss. Ich frage mich jetzt nicht nach dem deutschen Titel. Ich glaube, im Englischen heißt das Spiral Frontier. Ist ganz putzig, ist ganz nett, fand ich okay, also mehr aber auch nicht, aber es war auf jeden Fall spielbarer als Teil 5. 5 habe ich mich durchgequält, das weiß ich noch. Ja, das war Space Quest. Aber eine Quest-Serie haben wir ja noch. Bis gleich. Kommen wir zu der Serie, die, ich denke mal, die wenigsten von euch mögen, das kann ich auch verstehen. Also aus Police Quest wurde SWAT, ich habe aber nur SWAT 1 und SWAT 3, und über SWAT werde ich jetzt auch nicht mal quatschen. Wenn ich irgendwann mal SWAT komplett habe, dann werde ich da auch mal was zu erzählen. Daher nur Police Quest 1 bis 4, das ist Teil 4 und hier ist die Collection auch drauf. Police Quest 1 ist ein solides Adventure. Ja, es ist aber sicherlich von den ersten Teilen, die man kennt, der Sierra-Saga, ich glaube mit Sicherheit das langweiligste, das ist richtig. Police Quest 2 hatte schon eine bessere Story, da ging es eben auch mit Mord und Rache und sowas, das war schon besser, aber auch da... Dieses Bürokratenabenteuer, was es hier nun mal ist. Also wer Codename Iceman kennt, der weiß, das geht sogar noch schlimmer. Aber das ist hier schon echt schlimm teilweise. Das nimmt auch den ganzen Spaß raus. Und Police Quest 3 sieht hübsch aus, hört sich hübsch an, hat glaube ich auch Songs von Jan Hammer. Also kommt euch sowieso eine Menge von Miami Vice vor. Sonny Bonds fängt auch, glaube ich, auch an, glaube ich, als Verkehrspolizist. Dann ist er im Bereich Vice, also sprich, Sitte, und dann ändert er eben natürlich im Morddezernat, also Homicide. Ist ganz okay, aber
ich kann verstehen, warum Leute die Serie nicht mögen, das ist einfach so. Police Quest 3 toppt es dann noch mehr mit seinen Regeln, weil wenn ihr da nur irgendwas falsch macht, in 2 Stunden später werdet ihr dafür bestraft. Das heißt also zum Beispiel irgendwie Gurt nicht angeschnallt, irgendwie Waffe nicht entsichert, bla bla bla. Irgendwann machen sie euch dafür platt. Das ist nicht unbedingt Unterhaltung. Und Police Quest 4 ist einfach, hat viel zu viele Videosequenzen, die einfach vollkommen sinnlos sind. Und die Geschichte ist auch nicht so gut. Ja, das war Police Quest, aber eins habe ich noch von Sierra. So, da sind wir beim weiteren Teil von Sierra Adventures. Ja, muss ich was zu Phantasmagoria sagen? Ich denke schon. Unten Gabriel Knight, da sage ich definitiv was zu. Phantasmagoria 1 ist interessant. Ich fand's echt lecker, ich fand's wirklich cool. Es ist eigentlich nur bekannt geworden durch die Gewalt und Sexszenen und sonstiges. Es ist ein Horror-Point-and-Click-Adventure mit vielen interessanten Cutscenes. Ihr seht das ja auch auf 7 CDs mal eben, ne, handlich. Was hat man alles reingehauen? Man hat so ungefähr alles gemacht, was man noch machen kann. Ihr werdet sehen, es hat natürlich diesen typischen, ja, Greenscreen-Effekt. Ja, so würde man Filme eben nicht drehen oder sei denn eben nur so Billigproduktionen. Trotzdem, der Titel gefiel mir ganz gut. Phantasmagoria 2, Puzzle of Flesh im Englischen, bei uns Labor des Grauens. Unsere Version ist übrigens weniger zensiert. Ist kein Witz. Fragt mich nicht. Die haben irgendwie ein paar Schnitte gesetzt, die haben wir nicht. Wahrscheinlich haben sie uns aber vergessen. Ist auch ein Horror-Point-and-Click-Adventure. Ist aber von der Story echt total Left-West. Und Curtis, der Hauptprotagonist, geht euch irgendwann ganz schnell auf den Zeiger. Das garantiere ich euch. Kommen wir zu Gabriel Knight. Die bekannte Trilogie, ich sage mal Jane Jensens, ja, Meisterwerk kann man sagen, Sins of the Farmers, die Sünden der Väter, ist eins der besten Point-and-Click-Adventures aller Zeiten. Das ist unglaublich, das ist ein Roman. Die englischen Stimmen, Tim Curry, Mark Hamill, Michael Dorn, alles auf absolut Hollywood-Weltklasse-Niveau. Gibt's gar nichts anders. Der Soundtrack ist sensationell, die Cutscenes sind sensationell, die Dialoge sind sensationell. Das Ding muss man kennen. Beast Within, ihr seht das ja schon, Werbung gedreht in Deutschland. Ja, geht's um Werwölfe und König Ludwig und alles, was dazugehört. Ist auch besser als sein Ruf. Hat mich aber damals nicht so unbedingt geflasht, weil es einfach viel zu viele Videosequenzen waren. Und ja, ich bin nicht so ein Fan dieser ganzen MNV-Games. Also da muss man einfach mal aufpassen. Aber wie gesagt, tut euch das mal an, das ist okay. Auf 6 CDs natürlich. Wie sieht das gehört in der Zeit? Gabriel Knight 3. Ja, hier haben wir Voodoo, Werwölfe, haben wir natürlich Vampire. Ist klar, wenn uns nichts anderes einfällt, nehmen wir Vampire. Ja, das tun wir dann auch. Das Game ist bekannt geworden durch seine technischen Fehler, durch seine schlechte Steuerung. Stimmt alles. Dafür finde ich den storymäßig besser als die Geschichte mit den Werwölfen. Beide Teile kommen allerdings nicht an Teil 1 ran, aber ihr könnt der Serie gern mal eine Chance geben. Ja, damit sind wir auch bei Sierra erstmal durch. Es gibt noch Einzelgames. Ich habe auch noch eine Disc-Version von Quest for Glory, da kommen wir auch noch zu. Die Anniversary habe ich leider da nicht, die suche ich noch. Aber da gibt es sicherlich noch ein bisschen mehr, was man zeigen kann. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und ich bin euer Mr. Venom 1974 und ich bin jetzt raus.